Und zwar, ich will einfach mal 10 Verbleibende ziehen, meine Freunde. Das ist eine Sache, die wir uns wirklich vorgenommen haben. Superbam von Marvin Vlogt und Pookie. Die Superbam-App mit Stickerpacks, Soundpacks und exklusiven Inhalten ist jetzt erhältlich im Google Play und App Store. Link in der Videobeschreibung. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawlstars! Was geht ab, meine Freunde? Und heute haben wir was richtig Krasses vor, denn wir haben schon sehr, sehr viel erreicht in Brawlstars und einige Rekorde aufgestellt und sogar einen Weltrekord, meine Freunde. Denn wir haben es geschafft und wir haben... Nein! 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 Nicht von diesen Gegenständen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Oh mein Gott! Das haben wir geschafft, Leute. Wir haben damals 7 Verbleibende gezogen, was richtig krass war. Dann haben wir eine Sache geschafft, die wirklich in die Brawlstars-Geschichte, kann man ja schon fast sagen, eingegangen ist. Und zwar, wir haben... Fahrt! Ah! Oh mein Gott! Junge, was? Nein! Hä? Yes! Ach, oh mein Gott! Lava nicht! Yes! Du laberst, Junge, du laberst. Yes, wahrscheinlich. Ja. Und den ersten Brawler ist einfach mal Rico. Oh, Pipa! Und der dritte ist... Oh mein Gott, Junge, was? Klo! Und der letzte ist... Oh mein Gott, Leon! Ja! Gesehen, wir haben das allererste Mal 8 Verbleibende gezogen und die Box hat es richtig in sich gehabt. Wir haben damit einfach alles gesprengt gehabt, ja, meine Freunde. Und dann haben wir eine Sache geschafft, was echt noch nicht viele geschafft haben, meine Freunde. Oh mein Gott, es war einfach zu krass. Es gab erst 2 YouTuber, die das geschafft haben in Deutschland und einer davon bin ich gewesen und zwar... Oh mein Gott, nein, ich hab's geschafft, nein! Oh mein Gott, 9 Verbleibende! Leute, ihr habt's gesehen, 9 Verbleibende. Und ich habe eine Mission, ich habe richtig Bock darauf, Leute. Ich finde, wir sollten uns steigern. Wir haben die Messlatte ganz, ganz hoch gesetzt. Und zwar, wir wollen einfach mal schaffen, Leute. Mein Ziel ist es, wirklich, ich habe so viel Geld schon in Brawlstars investiert. Leute, macht's auf jeden Fall nicht. Schaut euch da lieber meine Videos an. Und zwar, ich will einfach mal 10 Verbleibende ziehen, meine Freunde. Das ist eine Sache, die wir uns wirklich vorgenommen haben. Digga, du bist der erste YouTuber, der 10 hat. Das ist so heftig, Alter. So, ihr habt gerade Clash Games gehört und da hat er den Pookie gemeint und das ist noch ein Prank und mein Ziel ist irgendwann, meine Freunde, und wenn wir es heute nicht schaffen, ich finde, wir sollten eine Episode daraus machen, wo wir zum Beispiel einmal die Woche oder einmal im Monat wirklich auf einen neuen Account gehen und das wirklich versuchen. Denn, Leute, wir wollen 10 verbleibende Gegenstände ziehen und ich würde sagen, dafür gehen wir erstmal ins Spiel. So, meine Freunde, und da sind wir im Spiel und ich sag euch ganz ehrlich, wir müssen diese 9 verbleibende echt mal ziehen. Wie gesagt, wir machen da so eine Episode raus oder wie gesagt, so eine Folge einmal im Monat, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal 2000 Gems auf, denn so, sonst klappt das nicht. Das müssen wir leider machen. So, Leute, die Gems sind aufgeladen und wie gesagt, ich habe das vor, das machen wir jetzt, keine Ahnung, einmal im Monat oder wie oft ihr das wollt, sodass wir einmal wirklich den kompletten Brawl Pass einmal komplett durchkaufen und die besten Bedingungen machen, wie man halt 9 Verbleibende oder sogar 10 ziehen kann oder halt überhaupt was Krasses, Leute. Und dafür habe ich mir extra was vorgenommen. Und zwar, Leute, ihr seht hier, ich habe richtig viele iTunes-Karten gekauft und ich habe überlegt, diese Karten werden nur dafür benutzt, Leute, wenn wir wirklich dieses Projekt angehen. Das muss richtig schallern, meine Freunde. Dafür habe ich die extra gekauft gehabt. Und ich würde jetzt sagen, meine Freunde, wir fangen jetzt einfach mal an, den Brawl Pass durchzujammen. Erstmal fangen wir an mit dem Paket, Leute. Let's go. Richtig geil sieht das aus. Und ich würde sagen, das sieht ihr jetzt in der Zeitrafferaufnahme. Wir haben jetzt gekauft bis Stufe 69. Da fehlen noch 2. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal... ist gerade ein Angebot drin. Wir schauen mal kurz. Oh, nee, die gönnen gar nicht. Gems brauchen wir nicht wirklich, denn wir können die hier abholen, Leute. Da gibt es ja den kleinen Trick. Das machen wir jetzt. Und dann kommen die letzten Mal mit Stufen. So, meine Freunde, ich würde sagen, jetzt geht's richtig los. Come on. Wir werden jetzt erstmal hier Brocky Brock abholen. Ja, let's go, Leute. Schreibt mal alle gerne Brocky Brock unten in die Kommentare. Und Leute, ihr glaubt nicht, was gestern passiert ist, ne? Also für euch ist es ja gestern. Ey, mir ist einfach bei 130 oder 140 ist mir einfach der Reifen beim Auto geplatzt. Es war so krass. Ich habe da Videoaufnahmen von gemacht, also natürlich nicht wieder geplatzt, aber von der ganzen Sache. So, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich das hochlade, dann mache ich das gerne. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Ich will jetzt nicht nach Likes betteln oder so. Schreibt einfach unten in die Kommentare, dass ihr es sehen wollt. Dann lade ich das hoch. Meine Freunde, vergesst euch mal nicht. Holt euch gerne die Scheiß Boxer Light Edition, meine Freunde.
ihr wisst Bescheid, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Leute. Der Pookie und ich haben ja damals die scheiß Boxerbox, der Boxer ist ja 1 geworden, haben wir rausgebracht am 1.6. Und wir haben uns gedacht, wir bringen dafür noch ein paar Boxen raus. Und zwar ohne T-Shirt, meine Freunde, ist das ja das Ganze. Da ist alles dabei, Leute. Handtuch, Poster, Autogrammkarte und ein Luftballon, meine Freunde. Und natürlich die krasse Box. Ich muss sagen, es ist die krasseste Box, die wir jemals rausgebracht haben. Und ja, Leute, sichert euch gerne die Box. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ja, ich würde mal sagen, Leute, wir fangen jetzt erstmal an, hier die ganzen vorgegebenen Brawler zu ziehen. Let's go. Das kann natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern, aber Leute, wir müssen das unbedingt machen. Jetzt ziehen wir den ersten Brawler. Bitte lasst den Boxer sein. Das ist unser Boxer. Oh mein Gott, Leute, ich liebe diesen Brawler einfach. Er ist einfach der scheiß Boxer. Ganz ehrlich, wäre der scheiß Boxer nicht so schlecht, weil ich finde, der Boxer, der muss echt mal gepowert werden, ja. Also Supercell soll den mal richtig stark machen. Findet ihr das auch? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Und legendär sollte der sein, weil der ist einfach krass. Ich feiere ihn. Let's go. Und da kam der Brawler Kevin. Hi. So Leute, jetzt müssen wir noch einziehen. Dann haben wir die Vorgebenden alle gezogen. Und dann geht's ab die Party. Let's go. Let's go, Leute. Jetzt wird der letzte vorgegebene Brawler gezogen. Ich hoffe, es ist Jackie, die Brawlmeisterin. Und es ist Darryl. Let's go, Darryl, was geht? So Leute, jetzt haben wir alle Vorgebenden gezogen. Ich würde sagen, jetzt beginnen wir erstmal damit, die Brawler zu powern. Also erstmal kurze Powerpause. Let's go. Da fangen wir an mit Kevin, der muss heute Glück bringen. Let's go. So, Leute. Boxer wird auch noch gepowert. Perfekt. Wir haben jetzt alle Brawler mal ganz kurz die Powerpunkte abgeholt. Und wir können jetzt 3 Stück, glaube ich, oder 4 können wir jetzt auf 7 bringen. Aber da warten wir noch ein bisschen, ja. So, wir machen erstmal auf 6. So, Leute. Unseren Boxer haben wir jetzt auch auf 6 gebracht. Kevin machen wir auch nochmal ganz kurz auf 6. So, und dann können wir gleich mal gucken, wie viele Münzen wir brauchen. Okay, Leute. Ihr seht, wir brauchen jetzt einiges an Münzen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt Geld ausgeben für Münzen, das wäre komplett unnötig, öffnen wir noch ein paar Brawlboxen, hoffen, dass wir einfach nichts daraus ziehen. So, fahren wir noch ein bisschen Münzen, auch wenn es echt ein bisschen wenig ist. Okay, ich weiß nicht, das dauert ja noch 3 Jahre gefühlt. Okay, wir öffnen jetzt einmal eine Megabox. Er darf jetzt keinen Brawler gönnen. Bitte keinen Brawler, bitte nicht. Das fängt ja schon mal wieder gut an, Leute. Wir ziehen jetzt ein. Oh, ey, komm, jetzt einfach mal ohne viel reden, Crow. Der passt dann zum Namen. Und es ist... Ja gut, hab ich gesagt, wir ziehen was. So, Leute, bevor wir uns das jetzt hier noch vermasseln, habe ich noch mal ein bisschen Gems aufgeladen. Und wir kaufen jetzt erstmal Münzen. Wir schauen erstmal, wie viel wir jetzt brauchen. Let's go, wir machen jetzt erstmal alles auf Stufe 7, was geht. Oh, unseren Boxer, Leute. 1 in den Chat, wenn ihr den Boxer liebt. Okay, da fehlen 300 Münzen. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch eben noch mal schnell die 300 Münzen. Okay, und 400, okay, 50 Gems. Eieieiei, das waren jetzt gerade auch wieder über 2 Euro. Oh Mann, das tut echt weh. Aber Leute, wir müssen es einfach schaffen, 7 verbleiben. Das wäre zu krass. Let's go, Leute. Jetzt beginnt die Party. Jetzt beginnt die Party, sage ich euch. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob jetzt die Party beginnt. So, da wir jetzt bestimmt eh nichts ziehen, werde ich jetzt erstmal diese Box öffnen, um das Luck wieder ein bisschen zu beschwören. Let's go, Leute. Jetzt beschwören wir das Luck. Come on, gönn 9. 6 verbleiben. Okay, wir ziehen was Neues. Bitte nicht den letzten super seltenen. Bitte nicht. Alles nur nicht den. Ein Gadget. Das ist auch nicht viel besser. Aber, Leute, wir können immer noch 3 Stück ziehen. Ach, come on. Wir müssen jetzt einfach 10. 5 verbleibende, gönn uns einfach 10, Bruder. Leute, ihr müsst mir unbedingt einen Gefallen tun. Wirklich, ich bitte euch darum, Leute. Lasst jetzt erstmal einen fetten Daumen nach oben da, Leute. 5000 Likes dafür, dass wir... Ihr dürft entscheiden, wie oft wir dieses Projekt machen, beziehungsweise wir versuchen, 10 verbleibende zu ziehen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich habe hier so viel Cash ausgegeben für iTunes-Karten, damit wir das Projekt auch wirklich mal angehen können, ja? Ihr müsst mir unten in die Kommentare schreiben, Leute. Was macht ihr, damit ihr Glück bekommt? Leute, ich brauche wirklich Glück. Schreibt mir unten in die Kommentare, was soll ich beim nächsten Opening machen. Und schreibt mir gerne Video-Idee unten in die Kommentare. Ich würde sagen, Leute, jetzt einfach mal 10. Das wäre so krass. 5. Okay, Hälfte noch dazu, dann haben wir auch 10. Das wäre ja der Hammer. Das wäre so krass. Let's go, Leute. Nächste Megabox. Wieder 5. Okay, ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt wirklich 5 ziehen. Es macht mir nichts, ja? Solange wir mal einmal schaffen 7, dann ist alles gut, Leute. Okay, let's go, Leute. Okay, come on. Jetzt hier eine Megabox. Gönn, wir haben ja noch ein paar Boxen. Wir haben noch ein paar Boxen. Let's go. Gönn, Supercell. 5 verbleibende. Okay. Das macht nichts. Wenn wir gleich 9 oder 10 ziehen, Leute. Wir wollen 10, dann ist alles okay. Oh Mann, aber das wird auf jeden Fall ein langes Projekt. Das wird noch lange dauern, Leute. Let's go. 6 verbleibende. Okay. Und wir ziehen die Boxerin. Kann man mal machen. Sollte man nicht. Zumindest nicht direkt am Anfang, Leute. Aber schreibt alle Hashtag Boxerin unten in die Kommentare. Let's go, Leute. Gönn jetzt 9. Okay, er gönnt 5. Ah. Leute, wir müssen einmal 9 ziehen. Come on. Gönn mindestens 9, wenn nicht sogar 10. 4. Okay, das Luck spart sich gerade noch auf.
Egal, wir glauben daran. 6 verbleibende wieder und wir ziehen ein Gadget. Okay, kann man mal machen. Let's go. Hier ist eine Megamox und jetzt gönnt Supercell. Oh, Junge, er gönnt nur 5. Aber gleich ziehen wir einfach 10. Stellt euch das mal vor. Let's go. Letzte Megamox, die wir haben. Nochmal 5. Ey, Leute, das war mit Abstand das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Leute, wir haben einfach gar nichts gezogen bis jetzt. Wir müssen nochmal hier Gems aufladen und nochmal ein bisschen ausgeben. Wir haben ja noch ein paar, aber da muss auf jeden Fall nochmal investiert werden, Leute. Das geht nicht. So ein Opening habt ihr noch nicht gesehen, aber nicht, weil es so krass war, weil es bis jetzt so schlecht war. Let's go. Gönn jetzt Supercell. Wieder 5. Oh mein Gott, Leute, was ist bitte sehr mit Supercell hier los? Die gönnen ja gar nicht gerade. Nochmal 5. Oh mein Gott. Ich geh mal kurz gucken, warum der Hund bellt. Irgendwann später. So, Leute, wieder da. Wenn wir jetzt nicht mindestens 8 ziehen, lade ich gleich nochmal Gems auf. Let's go. Okay, das ist ja nichts gewesen. Das war ja Alkengrütze. Schlecht war das. Das war ja noch über Alkengrütze. Let's go. Nützt alles nichts, meine Freunde. Lasst gerne jetzt mal ein kostenloses Abo da. Dann werdet ihr auch eingeblendet. Ihr seht gerade den MacDut oder wie der heißt. Grüße gehen raus. Gems sind aufgeladen, Leute. Wir müssen nochmal investieren. Let's go. Come on. Supercell, gönn. 5 verbleibende. Okay, gleich kommt die 10. Let's go. Ich will die 10. 10. Nochmal 5. Oh mein Gott, der erste Baller ist einfach mal Rico. Ich dachte, jetzt ziehen wir was richtig krasses. Oh mein Gott, Leute, dieses Projekt ist so teuer, diese Mission. Lasst einfach einen Daumen nach oben da, 5 verbleibende. Wir müssen, ey, jetzt gönn doch mal ein bisschen Supercell. Schreibt mal alle Hashtag Supercell gönn in die Kommentare. Und vergesst nicht, Leute, immer Creator-Code Pookie eingeben. Let's go und... Leute, dieses Opening ist gönnt gar nicht. 7 verbleibende, okay, kann man mal machen, Leute. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, habt ihr schon mal 7 gezogen? Zahl sieht schon sehr gut aus. Let's go, Leute. Wir werden jetzt 2 neue Sachen ziehen. Ey, bitte nicht 2 Baller. Und der erste Sache ist ein Gadget. Und die zweite Sache ist... Shindy, komm! Noch ein Gadget. Oh mein Gott, wir haben nicht mal einen Baller gezogen. Das war ja absolut schlecht. Gönn! 6 verbleibende. Oh mein Gott, wir ziehen was Neues. Ich sag, das ist Beast. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was meint ihr, was ziehen wir jetzt. Und wir ziehen... Oh mein Gott, ich habe richtig gelegen. Bee. Leute, oh mein Gott, wer erinnert sich noch an meine 9 verbleibende Box? Das war so krass. Let's go, weiter geht's. Wir müssen den Supercell-Gott jetzt mal hier ein bisschen beschwören, Leute. 6 verbleibende wieder. Und wir ziehen, Leute, schreibt es unten in die Kommentare. Ich sag, wir ziehen jetzt Jackie. Ich gehe nach Hause. Ich schwör auf alles. Das habt ihr noch nie erlebt. Ey, ich rate alles richtig. Oh mein Gott, ich muss unbedingt eine Challenge gegen die Jungs machen, ey. Und dann wetten wir um Geld. Dann werde ich reich, Kappa. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich habe 2 miteinander einen Brawler richtig geraten. Das ist ja sowas von krass. Denkt wahrscheinlich, das Opening wäre schon vorher aufgenommen. Komm, jetzt brauchen wir Powerpunkte für Barley. Gönn. Oh, ne, viele Boxerinnen. Okay, komm, gönn Powerpunkte für Barley. Hey, Leute, wir bauen jetzt Powerpunkte für Barley. 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 Okay, Leute, Luck ist aufgebraucht. Der gönnt keine Powerpunkte für Barley. Oh, Leute, wir haben was Neues ziehen. Nein. Wenn das jetzt nicht mindestens Quo ist, raste ich aus. Die Mutti. Kann man mal machen, Leute. Muss man nicht, kann man aber. Wir bauen immer noch Powerpunkte für Barley. Es sei angemerkt. Oh, wir haben sie bekommen für den besoffenen Barkeeper. Let's go, den powern wir auf 7, meine Freunde. Search ist auch bald dran. Let's go, Leute, wir haben noch 2 Megaboxen. Ich würde sagen, die sparen wir uns noch ein bisschen auf. Wir müssen das Luck noch ein bisschen beschwören. Let's go, Leute, wir beschwören noch ein bisschen das Luck. Schreibt mal alle, wir beschwören das Luck in die Kommentare. Let's go. Okay, Leute, eine letzte Box offen. Wir ziehen jetzt nichts, okay, da wird nichts drin sein. Okay, wir haben jetzt ein paar Boxen nichts mehr gezogen. Jetzt müssen wir noch die letzten beiden Megaboxen müssen nochmal richtig gönnen, Leute. Supercell, gönn einfach. 6 verbleibende, okay. Jetzt gönn Shindy. Ah, ein Gadget, ey, für Barley. Let's go, come on, letzte Megabox. 5 verbleibende, nein. Der hat nicht gegönnt, der Supercell-Gott. Aber, Leute, wir haben noch eine Big Box. So, Leute, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier alles durch. Und wenn ich was Krasses ziehe, werdet ihr es sehen. Sonst schneide ich es einfach raus, weil das ist unnötig. Und Karl die Kloschüssel. Haben wir gezogen. Okay, let's go, weiter geht's. Oh mein Gott, die Kneipenschlägerin ziehen wir noch. Jetzt kommt das Lack ran hier, aber leider schon etwas zu spät. Let's go, Leute, wir ziehen wieder was. Und wir ziehen Penny. Let's go, wir ziehen wieder was Neues. Und da kam wieder ein Abo vom Jesko. Grüße gehen raus und wir ziehen jetzt Shindy. Okay, fast. Okay, Leute, wir haben nichts mehr gezogen. So, meine Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen fetten Daumen nach oben da. Wir haben ja die ein oder andere coole Sache gezogen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare,
was fandet ihr jetzt am krassesten und wie oft sollen wir das machen? Habt ihr wirklich Bock, dass ich euch die Story im Auto erzähle? Dann, ich will nicht nach Likes bei dir, sondern schreibt es einfach unten in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt. Ich würde sagen, das war's jetzt. Dankeschön und ciao. Und bis dann, Antenne. Ciao, Kakaos. Und chill mit Öl.